Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum dritten Spieltag der SPL gegen Danny. Ja, warum nachkommentiere ich das Ganze hier? Werdet ihr am Ende des Videos erstmal erfahren. Erstmal werde ich dazu noch nichts dazu sagen. Werde erstmal über mein kleines Team rübergehen. Mit dabei habe ich mein Brave Nature Gigalith mit der Choppelbeere. Habe mit Rockslide Stealthrock, Heavy Slime und Protect. Rockslide ist halt so ein Cinderace Lure. Ich meine, ist das ziemlich geil, weil Cinderace ist ziemlich gefährlich für mein Team. Dann meinem Muscle Band, EQ, Iron Head, Ice Shard und Icicle Crash mit Element Nature. Emma mit den, also Rodomite mit Heavy Dudes Boots, mit den guten alten Werten. Also mit Timid Nature, Volt Switch, Overheat, Will-O-Wisp und Defog. Dann noch mein Togetic. Togetic ist fucking geil. Mit Eviolite, Roost, Dazzling Gleam, Flamethrower und Toxic. Ziemlich nice. Ich mag dieses Set, das ist sehr cool, das ist sehr stark gegen ihn. Und mein Scarf Rose Raid, so mein Late Game Cleaner. Eigentlich mit dem Standard Moveset, ja. Und Delmice, so mein Excadrill Switch in. Und halt, das Revenge killt auch sehr viel. Ist auch das langsamste Mon im Battle wahrscheinlich. Nach Gigalith. Danny hat hingegen dabei. Excadrill ist sehr gefährlich für mein Team. Jellicent ist sehr nervig für mein Team. Grimmsnarl. Ebenfalls sehr gefährlich für mein Team. Baldofisch. Der Fisch ist gefährlich. Cinderace, der größte Threat, kurz gesagt. Und Mobbitest, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Kurz noch, um kurz das in den Raum zu werfen. Das Team habe ich zusammen mit Galva gebaut. Beziehungsweise er hat hauptsächlich das Team gebaut. Und wir haben dann kurz einen Feinschliff gemacht. Gemeinsam halt, was mir auch gefällt. Vorhin war nur noch anstatt am Delmice war Balldown dabei. Wir fanden auch beide am Ende Delmice wesentlich besser in dem Matchup. Aber ich würde sagen, würden wir einfach mal gleich loslegen? Was haltet ihr dazu? Ich würde sagen, wir legen los. Ja gut, er fängt damit an mit seinem Excadrill und ich mit meinem Rodomite. Wall Switch kann ich hier nicht drücken. Gehe einfach Double direkt auf Delmice, weil ich halt direkt ein Ding switchen wollte, was auch ein verständlicher Move war. Also, ja. Er macht das aber sehr gut und doublet in seinem Cinderace. Gehe auf meinen Gigalith. Er drückt Pyro Ball. Ist natürlich ein guter Switchen und jetzt kommt der Moment. Er drückt Low Kick. Ich esse die Choppelberry. Und Cinderace ist da, wo ich es haben wollte. Ist genau da, wo ich es haben wollte. Es ist die Fall gelaufen. Und das mache ich. Ich drücke Rocks. Gegen ein Cinderace. Anstatt Rockslide. Und jetzt drücke ich um Protect und ja. Ich wäre da am liebsten zu meinem anderen Ich gegangen, hätte den 10-mal ins Gesicht gehauen und hätte gesagt, Bruder, mach alles. Aber drück kein Stealth Rocks. Du wirst es bereuen. Nur leider ist das nicht passiert und jetzt drückt der U-Turn und geht jetzt also raus. Geht ihr auf seinem Quillfish, ich drücke Rockslide, macht trotzdem sehr viel Schaden. Das hätte Cinderace auf jeden Fall gekillt mit dem Damage, was das Quillfish bekommen hat. Definitiv. Aber nein, ich hab's halt nicht gemacht, ist dann nicht passiert, ist auch noch alles offen. Geh auf Roserade und ja, er drückt Poison Jab und macht sehr viel Schaden. Nice. Geht hier auf Cinderace, ich drücke Leaf Storm und macht einen sehr guten Schaden. Sehr, dass es die Heavy Daddy Boots hat. Ich hätte nochmal Leaf Storm können. Er allerdings geht auf Core Change, macht das sehr gut. Bla. Geht auf Low Kick und damit ist mein Gigalith down. Ich gehe auf meinen Rotom-Heat, drücke U-Turn, er drückt U-Turn, geht auf seinen Grimmsnarl, ich glaube ich gehe auf Overheat. Für den Saving Damage macht sehr viel Schaden tatsächlich. Er hat hier die Citrusbeere, um sich wieder ein bisschen fuller zu machen. Ist halt leider nicht mehr in Range von Roserade, leider. Geht auf Excadrill, ich glaube ich ging hier auf Defog, ja, Defog war auf jeden Fall ein guter Play. Ich hatte ja der Angst vor einem Taunt. Geht auf Excadrill, ich gehe hier safe auf meinen Delmice und kann jetzt safe irgendwie Damage machen. Egal was reinkommt. Quillfish kommt rein, ich drücke erst einmal Q und das überlebt mit einem KP. Nice. Hier wird auch Memo gehen können, aber naja. War ja das risky bei einem Excadrill. Obwohl, hätte ich machen können. Ich sollte ja das mutiger spielen. Ich kill das hier mit dem Power. Danke. Oh, deutsche Sprache spricht. Deutsche Sprache ist eine sehr schwere Sprache, meine lieben Freunde. Er geht hier auf Pyroball, macht weniger als die Hälfte, geht auf Mewtwo raus. Ist ganz fein. Geht hier auf Gothitelle. Ich bin gespannt, was Gothitelle macht. Er
Ich sehe, dass er halt Frisk hat. Sieht auch mein Evolit. Was sollte man auch sonst auf einem Toxic spielen? Naja, ich hab's halt nicht gesehen. Werdet ihr wahrscheinlich in der Live-Aufnahme sehen, wenn ihr sie euch anschauen wollt. Geh auf Roost, um mich hier direkt zu recovern. Geht auf Cosmic Power und hier dachte ich mir so, okay, ich glaube, das lose ich. Geh auf Fetten First und geh auf Memos rein. Und jetzt kommt wahrscheinlich nur der epischste Moment. Ich drücke auf EQ, mach 31 Schaden. Na gut, dann geht auf weiter auf Cosmic Power und ich habe eine einzige Chance, die ich habe, ist ihn zu der Tode zu flinchen. Geht auf Rest und ich sehe mir schon so, ja gut. Ich glaube, es ist gelaufen. Was soll ich hier machen? Ice Cube Crash. Er pennt und er flincht. Ice Cube Crash. Mist. Er drückt Sleep Talk und kriegt Stealth Power. Macht weniger als die Hälfte. Ich drücke Ice Cube Crash. Er wacht auf. Und er flincht. Ich drücke mal Ice Cube Crash. Und er flincht. Ich drücke Ice Cube Crash. Und er flincht nochmal. Das ist so hart lächerlich. Das ist so hart lächerlich. Das ist so hart unverdient. Für den Scheiß, den ich am Anfang gemacht habe, werde ich damit belohnt. Aber egal, machen wir einfach weiter. Ja, stark. Schöner Gameplay. Ja, was hätte ich auch machen können hier? Die einzige Chance, die ich gehabt habe, ist hier tatsächlich mit Dings durchzugehen. Also mit Memoswein hart zu flinchen. Ja, jetzt werfe ich auch mal meinen Memoswein ab. Weil ich safe in meinen Dellmeister reingehen kann und safe irgendwas claimen kann. Er geht hier natürlich auf den Flinch, kriegt ihn natürlich nicht. Ja, es sieht sehr gut für mich aus. Geht auf Grimmsnarl. Ich lasse jetzt meinen Dellmeister sterben, weil Extra Drill ist weg und ich brauche das Teil nicht mehr. Geh auf Rotom Heat, drück Wall Switch, um es ein bisschen anzuchippen, geht danach direkt auf mein Toxic. Er geht auf Darkest Lariat und jetzt drückt er Bulk ab. Und anstelle von Dazzling Gleam zu drücken, gehe ich auf Baton Pass. Ich gehe auf fucking Baton Pass. Ich hätte seine Stelle gewonnen. Ich hätte seine Stelle gewonnen. Und ich gehe jetzt natürlich auf meinen Ashy, Sucker Punch, der dran beraten, was passiert. Ash stirbt. Meine Windkunde ist weg. Ich habe verloren. Playoff kommt. Dazzling Gleam wird gekillt. Ich habe dafür keine Worte. Gut, ich kriege hier immer noch ein 1:0. Volt Switch kommt raus. Und das war GG. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ein guter Grund, um den Kampf nicht auf die Live-Version nicht hochgeladen zu haben, liegt eigentlich daran, dass ich sehr unsicher kommentiert habe. Es war eigentlich so halbwegs mein Fehler, dass ich halt die Leute gesagt habe, ihr könnt dabei zuschauen und ich damit auch mich selbst unter Druck gesetzt habe. Das werde ich, glaube ich, nicht mehr machen. Das ist auch meine eigene Schuld. Die anderen haben keine Schuld, deswegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt alle irgendwie, dass sie mich jetzt unter Druck gesetzt hat. Ich habe mir halt den Druck selbst gemacht, indem ich denen gesagt habe, ihr könnt zuschauen. Der zweite Grund war halt einfach, dass ich sehr dumm gespielt habe. Und sehr, sehr unsicher kommentiert habe. Also ich hatte mich eigentlich kaum getraut, dieses Video hochzuladen. Einfach nur, weil ich... Der Kommentarstil war so... ja, ungefähr so war halt mein Kommentarstil. Allerdings... Muss ich auch dazu sagen, wenn ihr, wie gesagt, die Live-Version sehen wollt... Ich verlinke sie euch gerne in die Videobeschreibung, aber... Ja. Ist halt meiner Meinung nach kein gutes Video. Es gab zwar paar coole Reactions, zum Beispiel auf dem Flinch oder HFD-Reaction, wo kein Lauchzalot dabei war. Weil Lauchzalot war auch so ein Mon, wovon ich sehr viel Angst hatte, wovor wir es sehr viel Angst hatten, weil... Auch nochmal großen Shoutouts an Galva, der das Thumbnail gemacht hat und natürlich auch mein Team gebaut hat, wo wir am Ende auch noch den Feinschliff gemacht haben. Dafür noch ein fettes Dankeschön. Du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Und was mache ich? Ich nutze es nicht mal. Naja. Ich muss sagen... Danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, es stört euch nicht, dass das diesmal nachkommentiert ist und nicht live kommentiert. Bis dann, euer Conny.